herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt und hier würde ich gern die Verlosung durchführen von unserem Gewinnspiel am Montag. Ich hatte in dem Kartenreading euch die Möglichkeit gegeben, ja, auf ein 45-minütiges Kartenreading, ein ganz persönliches, auf deine persönliche Situation zugeschnitten. Und ja, ich habe jetzt alle Namen auf Zettel geschrieben und diese Zettel jetzt in dieses Gefäß getan. Und da möchte ich jetzt gern den Gewinner aus diesem Gefäß ziehen. Oh Gott, ich bin schon mal ein bisschen aufgeregt. Ja, es war eine wahnsinnig rasante, emotional aufregende und sehr erlebnisreiche Woche für mich. Genau, ich hatte mir gesagt, diese Woche möchte ich gern in Dankbarkeit und absoluter, ja, Wertschätzung auch und ja, Offenherzigkeit und einfach in einer ganz besonderen Zeit für mich verbringen. Und ich wollte gern ein großes Dankeschön an die Welt hinausgeben für all das, was ich bisher erleben, erfahren, durchleben durfte. Denn für mich ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Lebensabschnitt angebrochen. Ich hatte tatsächlich in dieser Woche ja, meinen 40. Geburtstag feiern können, dürfen, wollen. Und ich habe es genossen. Ich hatte eine wahnsinnig schöne Zeit. Ich habe so viele tolle Erlebnisse gehabt, so viele wundervolle Menschen, die an mich gedacht haben, die mich irgendwie beschenkt und mir Glücksmomente geschenkt haben. Und es war unglaublich. Und heute, an diesem Tag, ist quasi, an diesem Sonntag, ist der letzte Tag meiner Glückswoche, meiner Feierwoche sozusagen. Gestern hatte ich für mich persönlich dann auch nochmal in einem liebevollen Kreis das Fest Beltane gefeiert. Das Fest Beltane dient quasi der Seele. Es ist quasi die lichtbringende Zeit beginnt jetzt und das bedeutet auf Seelenebene, die Seele zieht sich ja ab der Tag und Nacht gleiche Ende Oktober, Anfang November ins Innerste zurück, um die Eindrücke, die quasi in der Phase, die jetzt beginnt, zu verarbeiten. Das heißt, es ist eine Art Metamorphosephase. Man geht in seinen Kokon, man verarbeitet alles und daraus entsteht etwas Neues oder man entwickelt sich und darf etwas abschließen, um etwas Neues zu erfahren. Das ist der Seelenprozess jedes einzelne Jahr. Und jetzt ist quasi der gestrige Tag war das, eine Art, das Licht zu begrüßen, den Sonnengott zu ehren. Der Sonnengott steht für die Dynamik des Nach-Außen-Gehens, sich im Außen zu zeigen. Und genau diese Phase, diese Seelenphase, dieser Zyklus der Seele hat gestern begonnen. Und jetzt ist diese Metamorphosephase abgeschlossen und die Seele möchte wieder nach draußen gehen, um im Außen Erfahrungen zu sammeln, indem sie sich zeigt, nach außen strahlt und ihr neues Gesicht quasi präsentiert, was sie in diesem Kokon entwickelt hat. Und dieser Zyklus geht in jedem Menschen oder dieser Zyklus, den durchlebt jede Seele jedes Jahr aufs Neue. Und das war quasi ein wichtiger Prozess für mich, den ich diesmal unglaublich bewusst durchlebt habe in den vergangenen Monaten. Und für mich natürlich dann auch noch gekrönt durch den Geburtstag, durch die runde Zahl. Und es war unglaublich, dann gestern das Fest Beltane jetzt den Step zu machen und nach draußen zu gehen und das zu zeigen, was da eigentlich so in den letzten Monaten und Wochen sich herauskristallisiert ist, was entstanden ist und was jetzt in die Welt raus möchte. Und so ist das natürlich auch bei mir. Was ich heute noch als letztes Geschenk für diese Feierwoche quasi kreiert habe, ist ein kurzer Kreativ-Auszeit-Video wieder, wo wir quasi diesmal uns mit der wunderschönen Rose beschäftigen, mit der Energie der Königin der Blumen. Und ich habe quasi in einem 10-minütigen Video eine Rose skizziert und ihr seid herzlich eingeladen, das für euch, diesen Moment auch für euch kreativ erlebbar, erfahrbar zu machen und damit
in diesem kurzen Zeitraum mit eurer Seele in Kontakt zu kommen, denn die Kreativität dient der Seele, um ja, sich auszuleben, um kreativ tätig zu sein, denn die Seele ist der absolute Schöpfergeist, der aus sich heraus etwas im Außen zeigen möchte, sich kreieren möchte. Und dazu seid ihr herzlich eingeladen. Schaut euch das Video an, macht die kurze Kreativauszeit mit und ja, fühlt euch verbunden dadurch mit euch selbst. So, und wie gesagt, heute ist der letzte Tag in dieser meiner persönlichen Feierwoche und ich wollte euch gern teilhaben lassen, habe auch für euch diese Woche einen neuen Vlog nach außen getragen. In diesem Vlog geht es um Bewusstsein, um Dinge, die quasi auf meiner Reise oder ja, die ich auf der Reise, die ich bis jetzt machen durfte, erfahren habe, Erkenntnisse gesammelt habe und die möchte ich gern mit euch teilen. Diese Erkenntnisse habe ich gesammelt durch meinen früheren Business-Leben-Abschnitt, dann mein Kreativabschnitt als Künstlerin und jetzt zum Schluss der Abschnitt als tiefergehend in die Spiritualität, quasi tiefergehend mit meinen Selbsterkenntnissen mich zu beschäftigen und die jetzt nach außen zu tragen, indem ich jetzt alle Aspekte meines Seins quasi zusammen verknüpfen konnte und jetzt diese Dinge alle nach außen geben möchte. Und das sind quasi ja, Möglichkeiten, um aus meinem Erlebnisbereich, Erfahrungsbereich quasi auch für andere, für dich als Zuschauer, Bewusstseinsmomente zu schenken, ein Bewusstseinsfeld zu öffnen und einfach all das, was ich bisher erlebt, erfahren habe und durch meine Kunst ausgedrückt habe, mit dir zu teilen. Möge es dir auch Erkenntnisse schenken, vielleicht auch die ein oder andere Bestätigung auf deinem Seelenweg, auf deinem Erkenntnisweg. Und ich würde mich sehr freuen, die Erfahrungen, wenn die dich bereichern und deiner Seele dienen. So, und jetzt habe ich mir überlegt, ich ziehe jetzt diesen, ja, ein kleines Los hier raus und dieses Los wird uns den Namen verraten, der Gewinnerin oder des Gewinners. Und im Anschluss nach der Verlosung möchte ich noch ein kleines Special für euch machen. Ich habe so viel positives Feedback auf meinen Vlog-Beitrag bekommen bezüglich Bewusstsein-Erweiterung zu meinem vorgestrigen Vlog-Beitrag. Und da geht es tatsächlich um die Systematik innerer Mann, innerer Frau und wie sich das auch im äußeren, im weltlichen Geschehen in Beziehungen offenbart. Und deswegen, das war ein ziemlich spannendes Thema für euch. Und deswegen möchte ich nach dieser Verlosung direkt gleich noch ein kleines Reading hinterher schieben. Es wird ganz kurz und knapp sein. Ich möchte einfach in das Kollektivfeld hineinschauen. Was ist gerade aktiv im ja, Beziehungsfeld ersichtlich? Das Beziehungsfeld, männliche Energie, weibliche Energie. Was ist gerade im Bewusstseinsfeld, möchte angeschaut und eventuell geheilt oder einfach nur betrachtet werden, um dadurch Erkenntnisse zu sammeln. Ihr Lieben, ich greife jetzt einmal hier rein, ziehe den Namen. Oh, Spirit, führe mich, möge der oder diejenige jetzt in meine Finger geraten und den richtigen Zettel für ihn, für welche Person das jetzt im Moment am wichtigsten ist. Oh my goodness. Ja, es ist die liebe Katrin. Liebe Katrin, ich werde mich bei dir per E-Mail melden und ich danke dir von Herzen, dass du an der Verlosung teilgenommen hast. Du hast das 45-minütige Reading für dich persönlich gewonnen mit mir. Und ich werde dich diesbezüglich anschreiben. Alle anderen Teilnehmer werde ich auch anschreiben und mich persönlich bedanken für die Teilnahme. Und es waren auch die ein oder anderen Fragen bezüglich persönlicher Dinge in den E-Mails und da möchte ich auf jeden Fall trotzdem irgendwie mich behilflich zeigen und dort vielleicht die ein oder andere Antwort auch so in einer persönlichen Nachricht geben. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr teilgenommen habt. Ich freue mich, dass ich jetzt nächste Woche alle Teilnehmer und auch vor allen Dingen die Gewinnerin, die Katrin,
in Kontakt gehen darf und in Kontakt gehen werde. Und jetzt freue ich mich auf das Reading zum Thema aktueller Beziehungsstatus. Ja, hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr nach der Verlosung noch weiterschaut. Denn jetzt schauen wir mal hinein in das Kollektivfeld. Welche Themen sind gerade aktuell? Es muss jetzt hier nicht um eine bestehende Beziehung gehen, das kann es natürlich. Es ist jetzt auch eher die Geschichte, wenn man sich zu irgendjemand verbunden fühlt, irgendjemand fühlt, wo man gerade sagt, es ist kompliziert, da ist was zwischen uns, ich kann es nicht definieren. Dann ist diese Person eine wichtige, ja, ich sage jetzt mal Seelengefährtin, Seelengefährte für dich, um bestimmte Erfahrungen in deinem Leben zu machen, um dich selbst zu meistern, um deine Seele zu nähren. Und das passiert natürlich oftmals durch schmerzhafte Erlebnisse, Erfahrungen, wo man sagt, ich wurde enttäuscht, das hat mich verletzt. Und ja, um das Ganze nicht nur aus deiner Warte, aus deinem Schmerzsyndrom zu beachten, sondern das ganzheitlich einmal anzuschauen, darum möchte ich jetzt hier dieses kurze Reading machen, weil ich doch gemerkt habe, bei vielen Menschen ist es gerade aktuell sehr, sehr, wie sagt man, ja, spannend oder gerade sehr wichtig in dieser Thematik. Und deswegen schauen wir hier mal in die Karten. Ich möchte Spirit fragen, ich möchte das Universum fragen, ich möchte die Karten befragen. Was liegt hier im Kollektivfeld? Welche Thematik möchte gerade aktuell angeschaut werden in Sachen Beziehung, Verbindung, Partnerschaft? Spirit, bitte gib mir einen Blick für das Kollektiv. Um welche Thematik handelt es sich aktuell im beziehungsthematischen Dingen? So, okay, hier ist mehr gesprungen, als ich dachte und es geplant hatte. Das ist schon wieder sehr witzig. Es kommt immer anders, als man denkt. Es kommt immer anders, als man denkt. Und deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal ein bisschen Platz. Ein bisschen mehr Platz. So. Ich lege die jetzt einfach hier unten weiter. Das wird dann wahrscheinlich das Happy End. Ach, ihr Lieben, ihr merkt, ich bin heute schon wieder gut drauf. Der letzte Tag meiner Feierwoche, meiner persönlichen Feierwoche. Ich habe mich gefeiert, ich habe das Leben gefeiert. Oh, und jetzt geht es mir gut, ihr Lieben. So. Uiuiui. Okay, Spirit, lass uns hier mal tiefer in die Geschichte reinschauen. Und schick mir bitte die Karten, die jetzt dienend sind, um das Ganze zu beleuchten. Yes, oh, hier ist noch eine gedreht. Wunderbar. So, ihr Lieben, ich möchte direkt starten. Ach Gott, was soll ich euch sagen? Ja, die Sonne, schaut mal, gestern das Festbild Hane, habe ich euch gerade noch davon erzählt. Genau, hier möchte jetzt nämlich mal Licht rein in Sachen Beziehungsstatus. Hier möchte man jetzt eigentlich mit dem, was man innerlich trägt, nach draußen gehen. Was trägt man innerlich? Neun der Stäbe, Abwehrhaltung. Da ist in der Vergangenheit ziemlich viel passiert. Trouble, Schmerz. Ja, ich sag's mal so, hier hinten seht ihr eine ganze Reihe von Stäben, die da aufgestellt sind. Das sind alles unerlöste Schmerzpunkte, das sind Triggerpunkte, die man hinter sich, das sind einfach Schmerzpunkte aus Vergangenem, aus Erlebten, ne? Man hat hier die Kopfbinde um und man hat den Stab in der Hand und komm mir ja nicht zu nahe, dann kriegst du hier den Knüppel zwischen die Beine.
Und aufgrund dieser Schmerzpunkte, das ist hier so eine Abwehrhaltung, das ist eine absolute Abwehrhaltung. Und wenn ich mit dieser Abwehrhaltung nach draußen gehe, dann funktioniert das nicht gar so gut. Das heißt, diese Energie liegt im Unterbewusstsein, Abwehrhaltung. Und man möchte aber eigentlich genau das Gegenteil. Ich sag euch was, das Thema ist hier der Zwiespalt in sich selbst, weshalb man tatsächlich dann im Außen gar nicht das zeigt, was man eigentlich sich wünscht, weil im Inneren ist nicht aufgeräumt. Da sind die Stöcker hinten aufgebaut und das Herz ist nicht offen. Es ist auf Abwehr eingestellt, anstatt auf Offenheit und Vertrauen. Guckt mal, die 8 der Kelche. Hier ist, also mit dem Vollmond würde ich sagen, hier ist was passiert. Da hat man jetzt hier Erkenntnisse gewonnen und man hat jetzt bestimmten Dingen den Rücken zugedreht. Bei den Kelchen geht es um Gefühle. Man hat hier Situationen, Personen, Verletzungen, Dingen den Rücken zugedreht. Das heißt, hier möchte man mit etwas nach außen gehen, kann aber nicht. Und aus diesem Grund grenzt man sich hier ab, weil man merkt, ich kann da gerade noch nicht. Und ja, Glaubenssatzauflösung. Glaubenssatzauflösung ist hier ganz wichtig. Ich habe hier den Turm drunter zu liegen. Das steht für ein altes Glaubenssystem und das möchte jetzt hier zerstört werden. Sonst kann man hier auch gar nicht so richtig loslassen. Ne? Wenn man hier noch nicht aufgeräumt hat, ist man ja noch verknüpft mit Altenergien, mit Menschen, mit Situationen. Das ist hier gerade eine gewisse Problematik und man wünscht sich die 10 der Münzen. Und zwar ist das Stabilität in der Beziehung. Es geht in einer Beziehung nicht nur um Gefühle, die ausgelebt werden sollen, sondern es geht um Stabilität. Und tatsächlich ist das der innere männliche Part. Der innere weibliche Part ist für die Emotionen, das zuzulassen. Und das kann man hier wahrscheinlich nicht, wo es noch Zweifel gibt. Man vertraut nicht, wo in der Vergangenheit einiges passiert ist, Verletzungen und so weiter. Und das ist der größte Wunschgrad, Stabilität. Und das ist der männliche Aspekt, einer Beziehung Halt zu geben, ne? Halt und Sicherheit zu geben und dafür zu sorgen, dass das Nest sicher ist, indem sich die weibliche Energie, die Emotionen, die Gefühle ergießen und frei ausleben können. Ich kann das Herz nur öffnen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde hier wertgeschätzt, anerkannt und ich fühle mich sicher. Und genau das ist der Aspekt, wenn jemand das wertschätzt und anerkennt, was man eigentlich mit einer Person hat und aus diesem Grund willentlich entscheidet, ich möchte hier Stabilität in diese Verbindung bringen. Und das bedeutet immer, der Page der Münzen ist eine Chance, eine Möglichkeit. Wieder Münzenergie, wieder Stabilität, wieder Sicherheit. Hier möchte etwas in die Hand genommen werden. Hier möchte eine Chance gegeben werden. Und hier ist der Wunsch ganz stark nach Sicherheit und Stabilität. Aber das funktioniert gerade nicht so richtig, ne? Mit 8 der Schwerter seht ihr das, man ist befangen. Und warum ist man befangen? Ich habe jetzt hier die Schwerter, hier habe ich die Stöcker im Hintergrund und hier habe ich die Schwerter im Hintergrund. Das heißt, hier ist man nicht nur auf emotionaler Ebene befangen, auf emotionaler Ebene ist man auf Abwehr, etwas abwehren zu müssen. Und auf Gedankenebene ist man hier, man kann nicht. Man geißelt sich selber und sagt sich, man kann nicht, das ist nicht möglich, das wird nicht funktionieren, das geht nicht. Und somit nimmt man die Möglichkeit, ich habe hier den Mond. Und zwar sind das hier Gedanken, Glaubenssätze, die aus der Tiefe heraus führen. Der Mond, Gegenteil zur Sonne. Die Sonne steht für das Äußere, für das Außen. Na, und hier steht die Mondin, die steht für die innere Welt und die Mondin steht immer für Ängste, Sorgen und hier lehnt man etwas ab aus der inneren Befangenheit, nicht gut genug zu sein, nicht wert geliebt zu werden, lehnt man hier gerade eine Möglichkeit, eine Chance ab oder man nimmt etwas nicht wahr, weil man dreht sich weg, weil man es nicht für wahr hält oder nicht für möglich hält, weil man das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein, die Situation nicht halten zu können,
vielleicht auch etwas anderes, etwas Besseres. Also in dem Moment, wo man denkt, es gibt was Besseres, ist man sich ja selbst nicht genug. Und das sind diese Glaubenssätze, die halten hier gerade und die kommen richtig aus der Tiefe, die kommen aus dem Unterbewusstsein, die kommen aus dem weiblichen Aspekt. Was ist hier noch? Ja, und hier möchten die Gefühle ausgelebt werden und schaut euch mal, wie hier die Königin der Kelche. Die will es hier so richtig prickeln lassen. Das ist eine weibliche Energie, die lässt die Gefühle fließen. Und da muss natürlich ein ordentlicher Kelch. Und jetzt erinnert mich das gerade so, so schön an meinen Blog oder besser gesagt an den Vlogbeitrag. Da kannst du einfach mal runterscrollen. Der nennt sich Bewusstseinsvlog 2. Und da geht es genau darum, um den Aspekt männlich-weiblich. Männliche Energie ist der Kelch, weibliche Energie ist das Wasser, das ich in diesem Kelch ergießen möchte. Und das ist harte Arbeit, Leute. Ich habe hier die 8 der Münzen, das ist harte Arbeit, erstmal an sich selbst zu arbeiten und dann natürlich auch im Außen. Der Mond, die Sonne, innen, außen, innen an sich zu arbeiten und das Außen als Reflexion zu benutzen, sich zu reflektieren, zu schauen, was sehe ich im Außen, was möchte in meinem Inneren noch auf Gefühlsebene geheilt und in die Gesundung gebracht werden. Der Ritter der Stäbe. Was bedeutet der Ritter der Stäbe? Das ist eine Energie, die ist ganz, ja, die nimmt halt was in die Hand, ne? Und die möchte nach vorn preschen. Und die möchte was umsetzen, aber leider ist das auch gleichermaßen im negativen Aspekt eine Energie, die sieht hier nur ihre Vorteile. Die kann arrogant sein, die kann übermütig sein und da schaut man auch nicht, dass man links und rechts irgendwas kaputt trampeln könnte. Man sieht das jetzt, man sieht seinen Weg, man sieht seinen inneren Wunsch danach, vielleicht auch einen Trieb, ja, das kann ja auch so ein sexueller Trieb sein. Und dann möchte man das jetzt hier machen und da schaut man dann auch nicht, ob da das Gänseblümchen bei kaputt getreten wird, wenn man hier auf seinem wilden Pferd durch die Prärie reitet. Und und da im Gegenzug sitzt die holde Maid und fragt sich, warum wird hier auf meinen Gefühlen rumgetrampelt, warum werde ich so behandelt, das kann doch nicht wahr sein. Und ja, das ist hier der männliche Aspekt und der weibliche Aspekt. Der Mann ist der Macher und die Frau ist die, die sich hingibt. Und das muss aber in jedem selbst aufgelöst werden. Also hier muss auch der Mann in seine innere Frau in die Hingabe gehen und sagen, okay, ich will das hier auch mal lernen mit den Gefühlen. Ich will jetzt mal hingucken, was kann ich denn hier bei meiner Partnerin kaputt machen? Und die Partnerin schaut genauso, ja, ich will jetzt hier auch hinschauen, warum hat er denn diese Denkweise? Also hier aus der Dualität rauszukommen, nur seine Sichtweise zu sehen und das aus der Adlerperspektive zu beleuchten und zu sagen, warum reagiert denn die ein oder andere Energie so? Und dadurch kommt man in sein Selbstwertgefühl. Hier soll nämlich die weibliche Energie auch mehr wertgeschätzt werden. Die Gefühle sollen mehr wertgeschätzt werden. Und die Gefühle sollen auch im Außen gezeigt werden. Das ist eine Frau, die hat hier auch ihre innere Fülle so gut bestückt, also ihre Gefühlswelt, die möchte das nach außen tragen, die möchte ihre Umgebung damit nähren und die kennt auch ihren Wert. Und hier haben wir jetzt schon wieder den Ritter der Stäbe, schaut es euch an. Das ist aber auch ein wilder Geist hier, ich sag's euch. Ja, hier sehe ich jetzt ganz klar, dass der Ritter ist natürlich noch kein König und hier haben wir eine Königin. Das bedeutet im weltlichen Geschehen, die Dame kennt ihren Wert oder mag sich hier vielleicht auch noch nicht ganz ihrem Wert bewusst sein und lässt hier jeden wilden Ritter ins Schlafgemach hinein, ohne da zu schauen, der trampelt hier meinen Teppich kaputt, der schmeißt hier meine neue Blumenbordüre runter und im Endeffekt sind da die kurzen Triebe befriedigt und danach ist wieder Leere. Es möchte hier aufgehoben werden. Des Weiteren geht es darum, dass tatsächlich die weiblichen Energien im aktuellen Zeitgeschehen etwas auf der Gefühlsebene weiterentwickelt sind als der männliche Aspekt. Deswegen haben wir den Ritter und die Königin. Und hier darf auch der männliche Aspekt jetzt in die Hingabe gehen und sagen, okay, liebe Frau, ich wertschätze dich und ich möchte auch gern hier den Aspekt des Gefühls lernen. Ich möchte lernen, was sind Gefühle, wie funktioniert das, wie gehe ich damit um, wie meistere ich meine Emotionen.
Ja, und dann darf hier eine neue Welt erschaffen werden. Ich habe hier den Künstler. Es muss jetzt auch eine neue Welt kreiert und erschaffen werden. Das heißt, bisher ist ja sehr alles im maskulinen Aspekt gelaufen, im bisherigen Weltgeschehen. Und jetzt wird das Weltgeschehen gerade geändert. Es bricht eine neue Zeit herein und wir gehen jetzt in die feminine, in das feminine Zeitalter, in das Zeitalter der Gefühle und Emotionen. Wir haben gelernt, mit unserem Geist Dinge zu befähigen, Dinge zu verändern. Und jetzt ist es dann die Zeit, mit unseren Gefühlen und Emotionen Dinge zu verändern. Und hier möchte mit Mitgefühl, mit Freude, mit Wertschätzung, Anerkennung und Respekt für Mutter Erde auch die Weiblichkeit wieder entdeckt werden, wertgeschätzt, anerkannt, respektiert werden. Und diese neue Welt muss jetzt hier von beiden Energien, männlich und weiblich, kreiert werden. Und das bringt hier die Männer so ein bisschen, schaut es euch mal an, hier hängt die männliche Energie auf dem Kopf, das ist der Gehängte. Vielleicht ist es auch die eine oder andere weibliche Energie, die momentan ihre innere Weiblichkeit nicht so richtig zulassen kann und noch aktuell im männlichen Aspekt im Verstand verhaftet ist. Dann ist es jetzt an der Zeit, einmal einen Kopfstand zu machen, um hier den eigenen Blickwinkel, die eigene Weltanschauung, die eigene Sicht, die Sichtweise zu erweitern. Nicht nur aus der eigenen Ego-Sicht, oh, ich bin verletzt, ich bin in der Opferhaltung, hinaus, sondern zu schauen, warum er reagiert der andere Aspekt so, warum verhält er sich so. Und dann von der Dualität in die Polarität zu wechseln. Okay. Und dann geht's los hier, die wilde Fahrt. Schaut's euch an, ihr Lieben. Der Wagen, da möchte etwas Neues in die Welt gebracht werden. Es wurde kreiert und jetzt möchte es umgesetzt werden. Hier ist auch schon etwas auf dem Weg und wahrscheinlich auch bereit für den Landeanflug. Und ja, und hier haben wir wieder die 7 der Stäbe. Also die Frau kennt jetzt hier ihren Wert und sagt, funktioniert so nicht mehr. Wenn du hier mit deiner Lanze angeschmettert kommst und nicht rechts und links guckst, kommst du hier nicht mehr rein. Mein Hof ist hier verschlossen für dich und das darf jetzt auch so sein. Das soll jetzt auch so sein. Das ist eine Art Schutzfunktion. Es ist eine Art, ja, einfach die Fronten zu klären. Es ist eine Art Abgrenzung. Und zu dieser Abgrenzung passt wunderbar das Sketching-Video, was ich kurz vorher gepostet habe. Das kannst du dir gerne anschauen. Werde zur Rose. Fühle dich wie eine Rose und dufte wie eine Rose. Und dann kennst du deinen Wert. Dann weißt du dich, wie sich eine Rose verhält. Die Rose hat Dornen, um sich zu schützen, weil sie ihren Wert kennt. Denn Schönheit ist vergänglich und genau das macht die weibliche Energie so wertvoll. Und das möchte erkannt, aufgelöst und ja, angeschaut werden. Das möchte hier gelernt werden in der neuen Zeit. Das ist der aktuelle Beziehungsstatus, Lärmstatus. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte das helfen. Ich möchte noch schauen, welche Energie unterstützt aktuell das Kollektiv bei der Bewusstwerdung zwischen Mann und Frau, weibliche und männliche Energie, welche Energie unterstützt hier? So, und zwar unterstützt hier die Ernährung und die Erdung und das ist beides der weibliche Aspekt. Das ist beides die Königin der Münzen, die nährt ihre Umgebung, die nährt ihr Umfeld mit ihrer puren Weiblichkeit, die weiblichen Energien dürfen jetzt zu ihrer Fähigkeit stehen. Die weiblichen Energien nähren mit ihren Gefühlen und Emotionen ihr ganzes Umfeld. Hier möchten die Emotionen aber auch gereinigt werden, geläutert werden. Das heißt, wie fühle ich? Fühle ich Neid? Fühle ich Unmut? Oder bin ich in meiner Glückseligkeit? Bin ich Freude? Bin ich Liebe? Liebe ich mich, dann kann ich auch anderen lieben. Dann nähere ich mein Umfeld. Wie liebe ich mich? Wie zeige ich mir, dass ich mich liebe? Indem ich mir ein nahrhaftes und gutes Essen koche. Indem ich mir bewusst bin, dass mein Körper mein Tempel der Seele, meiner Seele ist, nähere ich ihn mit Dingen, die mir gut tun, die gesund für mich sind. Klares, reines Wasser, Tee, Kräuter, Gemüse, Obst, Nährstoffe, die lichtvoll auf meinen Körper wirken. Und dann erde ich mich, ich verbinde mich mit Mutter Erde, ich mache Spaziergänge, ich halte mich an der frischen Luft auf, ich ehre und respektiere Mutter Erde und somit schenke ich auch meiner eigenen Weiblichkeit Ehre und Respekt.
Und das darf der männliche Aspekt im Außen auch tun, indem er die Weiblichkeit ehrt, zelebriert und unterstützt, dass sie auf ihren Königenthron sicher und erfolgreich und wertig ist. Und dafür darf der Ritter einstehen, seiner Königin auf diesem Weg zu helfen und sie zu unterstützen und somit von ihr zu lernen über Gefühle, Emotionen und natürlich auch den Zyklus der Natur, die Verbindung mit der Natur. Und das bedeutet auch immer, sich mit sich selbst, mit seinem Körper, mit seinem Geist und seiner Seele zu verbinden. Ihr Lieben, möchte dieses Reading dich unterstützen, dich nähren und deinem Seelenweg dienen? Ich sende euch von Herzen Licht und Liebe. Alles Gute.